sind wir doch mal ehrlich. Seitdem der zweite Lockdown eingetreten ist und unseren Alltag und unsere Routine komplett verändert hat, kommen wir so gut wie nicht mehr nach draußen an die frische Luft. Sämtliche Vereine, Sportanlagen und Trainingsplätze konnten aufgrund von Corona nicht genutzt werden. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute zurzeit keinen Sport treiben. Ja, und auch ich zähle mich dazu. Ich sitze auch so gut wie jeden Tag nur noch vorm Computer, schaue Videos, ziehe mir Netflix-Serien rein oder spiele Computerspiele. Und das soll sich jetzt ändern. Ich habe mir selber eine Challenge gestellt, in der ich jeden Tag für einen Monat lang laufen gehe. Deswegen bin ich auf dieser Laufbahn und ich werde am ersten Tag, also heute, schauen, welche Zeit ich auf 5 Kilometer habe. Und dann werde ich in 30 Tagen nochmal hierher kommen und dann werde ich nochmal die 5 Kilometer laufen und dann schauen wir, wie viel ich mich verbessert habe. Okay Leute, jetzt geht's los. Ich habe mir vorgenommen, eine 20er Zeit so um den Dreh zu laufen. Also ist geplant, pro Runde 1,36 zu laufen. Ja, ich habe halt ewig lang keinen Sport gemacht. Mal schauen, ob ich überhaupt an eine 20er Zeit rankomme. Aber wir werden sehen, wir starten einfach in die Materie. Let's go! 3, 2, 1, go! Richtig schlechte Zeit. 22,42. Ja, also war schlechter als erwartet. Ihr habt schon gehört, 22,42. Ich dachte, ich bin besser drauf, aber wie gesagt, ich bin ewig nicht gelaufen. Ja, und jetzt geht's erstmal wieder los. Morgen wird der Muskelkater richtig reinhauen. Aber die nächsten Tage werden hoffentlich besser. Ich bin ziemlich enttäuscht von der Zeit. Am Anfang habe ich ja gesagt, 1,36 will ich pro Runde haben. Bei der ersten Runde hatte ich allein schon 1,40. Dann habe ich gleich gewusst, dass es eher nichts wird, weil ich auch nicht viel schneller laufen wollte, weil ich ja noch Kraft brauche. Naja, dann am nächsten Tag, nach der sehr enttäuschenden Leistung, ging es dann endlich mit dem Training los. Den ersten Tag bin ich fast nur durch den Wald gejoggt. Die Strecke war ca. 7 Kilometer lang und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Wege waren zwar vom Vortag noch ziemlich nass und da ich meine Trailrunning-Schuhe die ersten paar Tage nicht gefunden habe, waren meine Schuhe klitschnass. Aber es hat mich jetzt nicht weiter gestört und außerdem war ich top motiviert, wie bei jeder Challenge eigentlich, die 30 Tage durchzuziehen. Falls euch übrigens solche Challenges gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Vielen Dank! Dann am dritten Tag wurde es plötzlich ziemlich kalt, um genau zu sein, minus 8 Grad. Da bin ich erstmal mit dem Mann und ca. 5 Kilometer ziemlich zügig gejoggt. Und am nächsten Tag sind die Temperaturen immer noch gleich geblieben, also war es immer noch ziemlich kalt. Aber ich habe zum Glück meine Trailrunning-Schuhe wieder gefunden. Das war natürlich super, sonst hätte ich mit meinen superdichten, wasserfesten Turnschuhen durch den Schnee stapfen müssen. Vierter Tag, heute ist wieder sehr kalt, minus 8 Grad. Aber wenn man sich bewegt, geht's. Ja, ich habe leichte Beschwerden an den Fußballen, aber fast alles soweit. Ja, auch an den nächsten Tagen haben sich meine Schmerzen an den Fußballen kaum gelegt. Ganz im Gegenteil, ich hatte eigentlich bis Tag 10 oder 12, sowas um den Dreh rum, noch heftige Schmerzen. Ich denke, es lag auch an der kurzfristig hohen Belastung, die ich ausgeübt habe. Am Abend habe ich dann meine Füße meistens ein bisschen massiert und dann ging es auch wieder mehr oder weniger. 10,6 Kilometer in 46,50 grob. Ja, ziemlich anstrengend, arschkalt. Mein Gesicht brennt mehr als meine Beine. Ach ja, übrigens halt so. Auch eingefroren. War ganz cool mal wieder rauszukommen, ne? Jeden Tag. Es wird ultra kalt, minus 9 Grad. Wir sehen uns morgen, Leute.
Okay Leute, heute stehen Intervalle an, heute ist nicht ganz so kalt, nur minus 6 Grad und ich werde von da unten, könnt ihr vielleicht sehen, bis da oben hoch sprinten oder zügig zumindest laufen und das Ganze werde ich dann 8 Mal wiederholen. Ja, leg mal los, oder? Druck auf den Ohren. Das kommt wegen der Kälte. Glaube ich. Es wird richtig arg wie auf beiden Seiten. Oh, aber ich habe die 8 rum. Das war richtig anstrengend. Viel anstrengender als die ganzen Ausdauerläufe. Ihr seht, es ist jetzt schon dunkel. Ich habe das Training, also das Laufen heute ein bisschen aufgeschoben. Deshalb war es umso härter, mich jetzt nochmal aufzuraffen und die Kilometer zu laufen, die ich heute vorhatte. Ich denke, ich laufe jetzt noch mal so 25 Minuten. Wenn man es halt aufschiebt, dann wird es halt nicht unbedingt schöner. Aber das ziehen wir jetzt durch. Tag heute ist auch wieder beendet. Ich bin dieselbe Strecke gelaufen, die ich vor 4 oder 5 Tagen gelaufen bin. Da hatte ich 46,50. Jetzt habe ich 45,38. Also ich habe mich deutlich gebessert. Habe ich auch besser gefühlt. Aber trotzdem noch hart genug. Ja, also man hätte sich natürlich auch bessere Wetterverhältnisse aussuchen können. Nicht unbedingt das im Februar machen sollen. Aber jetzt habe ich es so angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch, ist zwar ein bisschen härter. Ich hoffe nur, dass beim letzten Lauf, also wenn ich wieder auf der Bahn bin, dass kein Schnee liegt. Meine Befürchtungen vom Vortag haben sich zum Glück nicht bestätigt, denn der Schnee ist, wie ihr natürlich auch sehen könnt, geschmolzen. Und deshalb hat es auch wieder Plusgrade. Ich habe ziemlich geschwitzt, weil ich an diese kalten Temperaturen schon gewöhnt war. Dann am nächsten Tag stand mal wieder Intervalle am selben Berg an, die mich komplett fertig gemacht haben. Unter anderem auch, weil der Frederik mich an manchen Stellen so hart gepusht hat, dass ich ihn dann noch einholen musste und naja. Aber war trotzdem ein sehr hilfreiches Training. Pause. Fertig. 8 Intervalle gemeistert. Ich bin gestern 12,5 Kilometer gelaufen, hatte ziemliche Schmerzen an der Achillessehne. Die sind jetzt auch über Nacht nicht weggegangen, deswegen werde ich heute auch nicht laufen, weil ich einfach meine Achillessehne nicht zu sehr überlasten will. Deshalb fahre ich ein bisschen Rennrad, da wird die Achillessehne natürlich nicht so beansprucht und ich treibe trotzdem ein bisschen Sport. Ja, der Ruhetag tat mir wirklich sehr gut. Am nächsten Tag lief dann wieder alles wie geschmiert und mein Bruder und ich konnten einen sehr zügigen Wettkampf gegeneinander austragen. Ich hatte eine Zeit von 17,50 auf ca. 4,5 Kilometer. Das war aber nur so schnell, weil wir uns gegenseitig bis zum Geht nicht mehr gepusht haben. Darf ich mich bitte hinsetzen? Also 4,5 Kilometer, heftiges Tempo. Ich hatte keine Probleme mit meiner Achillessehne. Wir sind jetzt wieder weggegangen, finde ich sehr gut. Gestern hat gewonnen, um 5 Meter oder so. Ich hätte nicht mehr gekonnt. Ja. Ich hätte auf dem Hinweg schnell laufen sollen. Ja, war auf jeden Fall heftig genug, ne? Ja. Starke Leistung. Die nächsten Tage habe ich mal mehr, mal weniger trainiert, meistens aber zwischen 5 und 13 Kilometer. Und dabei lief nicht immer alles perfekt.
Naja, und dann habe ich mir hin und wieder eine Challenge in der Challenge gestellt und bin ein paar Radfahrern hinterher gerannt. Muss auch manchmal sein. Heute wäre ich ziemlich schnell rum. Heute laufe ich an die 15 Kilometer, ziemlich viel. Auch der längste Tag bisher. Wir waren gerade bei meiner Oma, haben mal kurz eine Apfelschorle geäxt. Deswegen ist mein Magen jetzt ziemlich voll. Ich hoffe, ich bekomme kein Zeitbestechen. Das ist doch ein Halbmarathon, das sind 21 Kilometer. Haben wir gar nicht geplant gehabt, aber jetzt umso besser. Trainiert mal ein bisschen mehr. Heute ist Tag 29, also der letzte Tag, wo ich trainieren kann. Morgen stehen die 5 Kilometer auf der Bahn an und da schaue ich dann mal, wie viel ich mich verbessert habe. Heute ist nochmal wieder richtig kalt geworden. Der Boden ist gefroren, wir waren gerade im Wald unterwegs. Deswegen drehen wir auch die Finger wieder ein bisschen ab. Und wir sehen uns morgen auf der Bahn. Servus Leute, wir sind wieder auf der Laufbahn unterwegs. 30 Tage ist es jetzt her, dass ich das letzte Mal hier war. Diesmal müssen wir die Zeit unterbieten von 22:42. Das schaffe ich definitiv. Aber die Frage ist nur, wie gut ich laufe. Ich probiere heute unter 20 Minuten zu laufen. Das wäre natürlich schon mal eine gute Leistung. Und wenn ich es schaffe, dann vielleicht sogar unter 19 Minuten. Das wäre natürlich richtig geil. Aber da zweifle ich noch ein bisschen dran. Wir schauen einfach mal, wie gut ich laufe und wir sehen uns gleich. Hey Leute, jetzt geht's los. Ich bin schon richtig aufgeregt. Hoffentlich schaffen wir es unter 20 Minuten. 3, 2, 1, go! Ja, und dann ging der letzte Lauf los. Ich war wirklich sehr nervös, aber ich wusste auch, dass eine Zeit unter 19 Minuten nicht unmöglich ist, da ich ja schließlich auch 29 Tage Training hinter mir habe. Aber den letzten Lauf möchte ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Viel Spaß beim Anschauen. Leute, ich habe 18:58. Ich bin fix und fertig. Das ist eine neue Bestzeit, die ich aufgestellt habe von mir. Ich kann nicht mehr. Wann brennt man? Das ist eine neue Bestzeit. Sehr stark. 58 war jetzt meine Zeit, ich bin super zufrieden. Wie gesagt, das ist mein neuer Rekord. Durch die Corona-Phase habe ich natürlich eh viel nachgelassen. Jetzt habe ich wieder alles mit Training aufgebaut. Finde ich sehr stark. Es gab 2-3 Tage, wo ich nicht so gut gelaunt war und auch nicht so viel Lust hatte zu laufen. Aber ansonsten hat die Challenge mega viel Spaß gemacht. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert den Kanal. Hier könnt ihr jetzt außerdem noch die 100 Kilometer Wanderung von mir sehen und die Kipchoge Challenge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.